Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stalker Shadow of Chernobyl. In der letzten Folge haben wir einigen Leuten hier geholfen und könnten jetzt dementsprechend die Belohnung kassieren. Aber wir wollen noch das verbesserte Gewehr finden. Und dazu müssen wir hier mal die Söldner angreifen, weil die halt jetzt so eine Art Scharfschützengewehre haben. Und das wollen wir halt auch haben. Deswegen heißt das jetzt Angriff. Nehmen wir sie in Angriff. Was sehen wir denn soweit? Da sehen wir jemanden. Oder haben wir zumindest jemanden gesehen? Zwei Leute tot. Drei haben wir erkennen können. Vier. Einer hat noch irgendwo geschossen. Zeig dich. Ach, da hinten. Erledigt. Okay. Jetzt haben wir hier Scharfschützenmodus. Okay. Den Kunden bringen, was ihm versprochen wurde. Natürlich, das mache ich immer. Jetzt mal schauen, was das für eine Waffe ist. Ein modifiziertes Sturmgewehr, das für einzelne Schüsse bestimmt ist. Man kann annehmen, dass es billiger Nachbau eines Scharfschützengewehrs eingesetzt werden sollte. Packen wir es mal auf Einzelschuss und nutzen es mal. Eine Schnecke. Das ist ein schönes Item, kann man schön verkaufen. Qualle, naja, bringt kaum Geld eigentlich. Ja, nehme ich auch alles mit. Können wir öffnen. Das ist schön. Da ist sogar was drin. Ah, aber nicht in allen. Schade. Okay, dann war es das wohl. Aha, interessantes Scope. Das muss man denen lassen. Die haben interessantes Scope eingebaut. Steinblut nehmen wir auch mit. So, wir können rein theoretisch. Nee, wir gehen auch nicht zu Lukas. Wieso ist da jetzt schon wieder ein Blutsauger? Warum? Und jetzt ist hier oben ein Versteck, was wir plündern können. Das ist schön. Schauen wir mal hoch. Obwohl, wir brauchen das ja wahrscheinlich wieder. Ja. Definitiv. Nein, die wollen wir nicht mitnehmen. Man kann halt hier in der Version selbst Explosionszeug mitnehmen. Wir haben einen Feuerball und einen Goldfisch noch. Schön. Ich kann ja mal versuchen, das runterzuschmeißen. In der Hoffnung, dass es dann Bumm macht. Oder auch nicht. Kann ich das nicht von hier unten dann anschießen? In der Hoffnung, dass es mir alles zerstört und alle Viecher auf mich hetzt. Okay. Na, wir brauchen im Moment halt noch nicht zu Lukas gehen, deswegen gehen wir jetzt erstmal zu General Voronin. Denn jetzt kriegen wir eine wunderschöne Waffe. Oh, ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich so richtig, richtig drauf. Holy shit, was ist da oben? Klassentreffen oder was? Ah, egal. Wir schauen weiter. Laufen, laufen, laufen. Ich find's doof, dass sie den Übergang so weit hinten gepackt haben hier. Hätten sie mit der Schranke gleichstellen können. Aber ein kleiner Schnitt. So. Wieso kann ich nicht rennen? Was stimmt hier nicht? Wir sind... Ah, jetzt kann ich rennen. Ich konnte gerade wirklich nicht rennen. Das war unheimlich. Hey.
Ey! Ist gut jetzt. Und ich frag mich, was wir mit dem Laufwerk des irren Stalkers machen können. Vielleicht können wir die auch Voronin geben, dass sie was wissen. Oder wir können es dem Barmann geben, weil der auch eh alles haben will. Schauen wir mal. Auf jeden Fall können wir hier das Licht ausmachen. Und dann können wir erstmal eine Runde schlafen. Damit wir auch mal wieder Licht haben. In den letzten Folgen sind wir, glaube ich, nur im Dunkeln rumgerannt. Ich auch nicht, Joachimte, soweit ich weiß. Hello, brother. Hallo. Why have you come? Ich bin hier wegen des Auftrages. Ganz viel. Kauf ich. So, ich verkaufe dir das mal schon mal. So. Jetzt will ich wissen, was brauche ich? Also, schöne Waffe. Wirklich wunderschön. Ihr seht's. Ah, oh, so toll. Nee, ich will nichts. Ich will dir eigentlich gerade nichts verkaufen. Bis dann. Haben wir noch eine... Wir haben noch einige Aufgaben, die wir irgendwie lösen müssten mal. Ich weiß, dass eine Aufgabe, die Waffe des Wächters finden, verbuggt sein kann. Also richtig verbuggt sein kann. Und wir deshalb sie vielleicht niemals abschließen können. Eigentlich warte ich ja noch darauf, dass es in ein Gebiet geht, dieses Zeichen, aber irgendwie... Es kann halt sein, dass der Gegner außerhalb des Gebietes ist und... Ja. Dass es außerhalb des Gebietes ist und somit uns nichts bringt, weil wir halt nicht rankommen. Ja, die nehme ich jetzt einfach mal. Die nutzt doch 45 SCP, ja. Dann kann ich hier nochmal einmal... zweimal mitnehmen. So, kaufe ich das. Packen wir die weg und die weg. Dementsprechend auch die Munition dafür. Und die Artefakte, die wir nicht benutzen. Ich bin mir gerade unsicher. Was nutzen wir? Wir nutzen ein Feuerball, obwohl wir einen Kristall haben. Wie cool ist das denn? Was ist das? Ein Seeigel. Brauchen wir Strahlung minus? Achso, nee, brauchen wir nicht. So. Die Waffe bitte. Schauen, ob der Barmann was haben will. Nee, interessiert mich jetzt nicht mehr. Wir wollen nur noch unsere Aufgabe, die wir jetzt, Aufgaben, die wir jetzt haben, beenden, um dann der Hauptquest weiter zu folgen. Genau, wir wollten schlafen. Komm, wir sind ein richtiger Penner und schlafen hier im Eingang. Wie lange schlafen wir denn? Gute Frage, wie spät es eigentlich ist. Komm, wir schlafen 3 Stunden. Oh, wir träumen was. Was träumen wir denn? Okay. Sehr interessant, also. Oh, das ist schön. Wir sind gerade im Sonnenaufgang. Kann das sein? Der PDA, was sagt... Sagt mir der PDA irgendwas von der Zeit her? 5.46 Uhr, das ist gut. So, wir wollen die Waffe des Wächters finden. So, das ist jetzt die nächste große Aufgabe. Ja, dann gehen wir hier noch direkt mit rein. Und dann gehen wir zurück. Obwohl, nein, wir gehen erst dann zurück. Dann ist unsere ganze Dings eigentlich dämlich, weil wir erst Porodvik finden wollen dann. Und ihr seht, ein wunderschönes Scharfschützengewehr. Und als zweite Waffe haben wir dann jetzt diese. Auch eine schöne Waffe. Aber ich bleib bei der Winter, die ist mit meiner Liebste. Und schaut euch die Zone mal am Morgen an. Das sieht voll cool aus. Ah, fuck you off. Ihr kommt ja eh nicht hin... Oh, scheiße, ihr kommt hinterher. Ich wollte gerade sagen, ihr kommt ja eh nicht hinterher. Dann stehen die direkt hinter mir. Ist interessant, dass wir bis hier noch die Bar hören. Aber ein kleiner Schnitt.
So, ich kann mich entsinnen, dass wir in einer der letzten Folgen oder der vorigen Folgen dieses Gebiet innerhalb von einer Minute mal abgeschlossen haben. Mal schauen, wie lange wir jetzt brauchen, ob wir jetzt weniger Zeit verbrauchen. Ich glaube, 1,5 Minuten hatten wir wirklich nur gebraucht, um hier hin und her zu rennen. Mal so ein kleiner... Ach scheiße, wir müssen was essen. Mal so ein kleiner... Ah nein, ich bin von der Taste gekommen. Kleiner Anspurt. Einfach um sich das Spiel nochmal anspruchsvoll zu machen. Weil ich meine, gut anspruchsvoll ist jetzt so eine Sache. Ist halt nur, mal gucken, ob ich schneller bin als damals. Das war's. Mehr ist das ja eigentlich nicht. Das sieht voll geil aus mit der Weite, wenn die so in Lila getaucht ist. Das sieht richtig cool aus. Und ich muss mich kurz räuspern. Sorry. So. Jo, jetzt können wir richtig anfangen. Und ein Schnitt. Actually, not just a cut, but I have to end this, this episode. Also ich muss die Episode beenden. Oh, das klingt voll gut. Das ist so mein Lieblingslied von den Stalkers Soundtracks. Und mit diesen möchte ich euch aus dieser Folge, ja, gehen lassen. Verabschieden.